Jo, jetzt haben wir die Wahl zwischen dem Zimmer des Todes und der Schatten und dem Keller. Seid ihr eigentlich vollkommen bekloppt? Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Rise of Insanity. Und ich begrüße alle Leute, die neu dazugekommen sind. Oh mein Gott, es sind ja echt viele neu dazugekommen. Vielen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und vielen Dank, dass ihr bei mir einschaltet. Und vielen Dank, dass ihr euch für meine Videos interessiert. Ich weiß, ihr wollt doch alle nur sehen, wie ich mich erschrecke. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier in dem Krankenhaus. Genau, wir sind hier in dem, sag schon, Augenzimmer, keine Ahnung, für den Augenarzt. Und haben herausgefunden, den Code. Haben herausgefunden, den Code. Deutsch ist wieder mal auf Platz 1 bei mir. Genau. Wir haben natürlich den Code jetzt letztes Mal herausgefunden. 629 durch meine detektivischen Fähigkeiten. Und genau an der Stelle, Leute, wenn euch das Video gefällt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Würde ich mich echt mega freuen. Also wirklich, umso mehr Daumen nach oben ihr macht, umso besser kann ich schlafen. Umso mehr bin ich ausgeruht. Und umso motivierter bin ich natürlich am nächsten Tag auch, das nächste Video zu machen. Ich meine, das ist logisch, oder? Das ist wirklich logisch. Gut. Also, wir sind hier stehen, viel zu viele Wörter auf einmal. Wir sind hier stehen geblieben in dem Raum. 629. Ich habe in meiner ganzen Weisheit habe ich mir natürlich einen Stift besorgt, aber in meiner ganzen Dummheit habe ich mir kein Blatt Papier besorgt. Schreiben wir es uns auf die Hand, ne? 629. Ups. Passt. Passt. So. Ich meine, ja, drei Zahlen zu merken, das ist auch richtig schwierig. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich nicht weiter erschreckt werde. Hat sich da gerade... Ah, das ist nur das Licht gewesen. Genau. Ist eigentlich alles am Laufen? Alles passt. Super. Ich habe meine... das habe ich auch schon längst vergessen zu erwähnen. Ich habe auch meine Webcam oben jetzt rund gemacht. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so findet. Ob ich doch wieder vielleicht eine eckige machen soll. Ich richte mich da ganz nach euch. Aufwendig ist beides genau gleich viel. Also vom Aufwand her. Das letzte Mal haben wir hinten ein Laufen sehen. Okay. Scheint alles gut zu sein. Alles sicher? Bis jetzt noch? Ich mag so Fenster überhaupt nicht. Wieso kann man hier nicht reingucken und da reingucken? Das schreit doch förmlich danach, dass man erschreckt wird. Nein, das Licht ist ausgegangen und ich verstecke mich jetzt. Guck mal, was haben wir hier? Ah, das war die Eisenbahn noch vom letzten Mal. Das Bild würde ich mir gerne angucken, aber das kann man nicht. Man sieht nichts. Ah, ich dachte schon, ich komme nicht mehr raus. Hatte. Ich wette. Na gut, wetten tue ich nicht. Aber, ich kann mir so richtig vorstellen, dass hier an der Scheibe was passiert, wenn wir den Code eingegeben haben. Dass da irgendein Gesicht auftaucht oder so. Oh, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Was haben wir gesagt? 629. 6. Ich hoffe, das stimmt. Doch, doch, das wird schon stimmen. 2. 9. Ich komme jetzt einfach mal rein, ist gut. Vor allem, ich weiß halt auch noch überhaupt nicht. Jetzt sind wir in der Leichenhalle. Perfektes Szenario. Was soll das? Also man muss jetzt auch mal überlegen, die Lichter sind ja an. Haben die ernsthaft bei so einem Licht damals hier gearbeitet? Kann mir doch kein Mensch erzählen. Todesursache, Erschrecken. Hundertprozentig. Der hat auch das Spiel gespielt. Hat es nicht weiter geschafft als der Raum hier. Ich weiß eben, da konnte man was angucken, aber ich möchte sicher gehen, dass hier niemand hinter der Ecke steht oder so. Eben, ich weiß aber auch noch nicht, wen wir hier spielen, ne? Spielen wir irgendeinen Detective oder der hier den Mordfall untersucht oder ich weiß es nicht. Oder diesen Patienten. Wie hieß er noch? Edward, genau.
Was haben wir hier? Keine Ähnlichkeit, die beiden Gebisse. Gut. Gut, hören wir es an. Oh, das muss die Pizza sein. Top. Ich versteck mich. Wenn ich jetzt aufmache... Ah, der Schrank... Ist der Schrank umgefallen? Die sollten hier unbedingt mal die Fenster schließen. Der Durchzug, das ist nicht gut. Mach auf. What the hell? Man kann es auch übertreiben mit Blut. Wir sind eingesperrt. Ihr müsst jetzt gar nicht lachen. Glaubt mir, wenn ihr mit richtigem Sound euch das anguckt, dann versteht ihr, was ich meine. Also. Kann ich auch gegen die Wand fliegen? Oh. Ja, das geht. Das war wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Sollten wir wahrscheinlich nicht machen. Warte, ich will auch noch das lesen, was hier ist. Die Steuerung für den Vogel, für ganz Dumme. Also nochmal. Wir fliegen dem Licht entgegen. Probiere dieser düsteren Stimmung ein bisschen mit Heiterkeit entgegenzuwirken. Vielleicht hilft das was. Boah, ist das laut. Da, der Ausgang. Das scheint für mich zu sein. Okay. Ich denke mal, wir müssen den Weg hier lang laufen. Ich geh mal hier links. Da weint... Oh, da kommen wir nicht rein. Gut, also müssen wir doch geradeaus. Ich hoffe, ich krieg schon wieder hier die Dunkelheit gut eingefangen danach im Video. Bei dem letzten habe ich einen kleinen Filter drüber gesetzt, dass es mehr Farbe hat, ein klein wenig. Ich hoffe, das war okay. Jo, da leistet einer Überstunden. Das finde ich immer gut. Das ist vorbildlich. Das ist sicher Rodriguez, der Gärtner. Da kam eine Schaufel angeflogen. Also das kann man ja auch in VR spielen. Sag mal, was sind das für bekloppte Leute, die sich das in VR antun? Ich wäre schon dreimal vom Stuhl geflogen wahrscheinlich. Was hat denn der hier begraben? Sieht man nicht, ne? Haben wir einen Schlüssel gefunden. Mit einem Krähenschädel. Diese Gummienten. Die sind wahrscheinlich zum Sammeln sind die. Kann man das hier auch irgendwo gucken? Zeig mal her. Fortsetzen, Einstellungen, Hauptmenü. Einstellungen? Nö. Sieht man nicht. Ich sollte nicht hier sein. Jo, ich bin aber hier. Was machen wir jetzt? Kann man ja nicht ändern, oder? Irgendwo muss ich ja lang. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte doch nur die schöne Aussicht genießen. Oh mein Gott. Oh.
kommt das nicht noch wieder? Ich renn. Ich renn. Ich will da rein. Nein, ich will da eigentlich nicht rein, aber ich will irgendwo hin. Ich will irgendwie vorwärts kommen. Ich komme ja schon. Was ist denn das? Ein Gewächshaus oder sowas? Ja, ich komme spielen. Juhu. Hey. Hey, mir ist gerade richtig heiß. Was haben wir hier? Oh, das war mir gerade zu viel. Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Was ist unser Leben? Ist es der Träumer oder die Träume, die er träumt? Sag mir, liebe Susan, was würdest du tun, wenn du nicht schlafen könntest? Würdest du den Traum kontrollieren, der nicht einfach zu dir kommt? Der nicht einfach zu dir kommt, sondern dich heimsucht. Eddie. Nee, ich trau mich nicht umdrehen. Jedes Mal, wenn ich so groß umdrehe. Was haben wir hier noch? Sterbeurkunde. Name des Verstorbenen Theodore Dowell. Alter 7, Geschlecht männlich, Todesursache Erdrosselung. Wenn ich mich jetzt umdrehe. Daddy, why did you allow him? Ich habe Angst, mich umzudrehen. Alles gut? Alles gut, okay. Ich komme ja spielen gleich. Guck mal, da liegt. Oh! Mensch! Ist schon wieder ein Vogel in die Scheibe reingeflogen. Jeden Tag muss ich das reparieren. Das kann ja nicht sein. Hey, hier klingt ein Telefon. Junge, anstatt hier rumzuspielen, so könntest du ja mal ans Telefon gehen, oder? Müssen wir wieder raus? Ich sehe schon, das wird noch ganz toll hier. Das wird noch ganz toll. Das ist bestimmt toll für meinen Blutdruck. Ah, Telefon. Ich gucke auf den Boden. Schon zweimal richtig erschreckt. Spielen wir den Vater von dem Jungen? Theodor ist ein sehr talentiertes Kind. Er ist sehr ruhig und zeigt den Charakter eines Träumers. Das Einzige, was mich irritiert, ist der Schatten eines Kindes, der oft in seinen Zeichnungen vorkommt. Aber wahrscheinlich ist das nur eine Figur aus einem Comic oder so. Nichts Gefährliches. Bestimmt nicht gefährlich. Der Schatten eines Kindes. Sag mal her. Das ist jetzt das Kinderzimmer von dem Theodor. Und wieder ein Clown. Hauptsache ein Clown. Was haben wir hier? Ah, warte, da steht was. Ah, Theodor. Okay. Ja. Gut, okay, der hat einfach jetzt da Zeichnungen von sich selbst. Da hat er keine Lust gehabt, die Farbe zu wechseln vielleicht. Immer noch 3 Uhr nachts. Ah, wir sind jetzt hier in dem Haus. Ah, vielleicht tun wir so nach und nach diese Räume freischalten, die momentan abgesperrt sind. Okay, das ist cool. Das ist nicht... Ein Licht in der Dunkelheit, das die Dunkelheit noch nicht überwunden hat. Eine Kerze. Ja, genau. Ich weiß, wo wir sicher nicht reingehen werden. Was haben wir hier noch? Das haben wir alles schon gesehen, oder? Wir müssen da rein, oder? Da kommen wir nicht lang und die Tür da vorne wird wahrscheinlich verschlossen sein. Ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk der obersten Klasse. Eine Rose? Sehr geehrte Frau Dowell, es freut mich sehr, dass Ihnen meine
Blumenrange. Okay, das müsst mich verzeihen, dass ich das jetzt nicht lesen kann. Ist das Französisch? Oder Blumenrangements gefallen? Egal, lassen wir beiseite. Ich weiß, ich bin dumm. Ich habe Ihre Bemerkungen und weiteren Empfehlungen erhalten. Wie gefordert werde ich Rhododendren anpflanzen. Ich muss mit einem Auto vor das Gewächshaus fahren, um die Setzlinge zu transportieren. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus, Edward. Edward ist hier der Gärtner. Okay, ich dachte, er heißt Rodriguez, aber okay. Da können wir auch noch rein. Das Zimmer ist eigentlich fast genauso dunkel wie das vorher. Das ist irgendwie so eine Abstellkammer oder sowas. Hier fehlt die Sicherung. Jo, jetzt haben wir die Wahl zwischen dem Zimmer des Todes und der Schatten und dem Keller. Seid ihr eigentlich vollkommen bekloppt? Was mache ich? Ich gehe in den Keller. Ich gehe in den Keller, scheißegal. Ich komme jetzt runter. Hallo. Was ist denn das für ein Geräusch? Noch ist gut, die Lichter brennen. Ich wette mit euch, die gehen aus. Ein Ritterschild, verkratzt. Ein Theodors Ritterschild. Sind wir in dem seinen Traum? Hat er sich mit dem Ritterschild gegen diesen Schatten verteidigt? Guck mal, eine tote Maus. Oder eine tote Ratte. Vielleicht springen wir auch... Das sieht ja aus wie ein Folterzimmer. Was geht denn hier ab? Ich meine, das ist hier ein normales Haus. Wer hat denn unten im Keller? Wir haben wieder eine Gummiente gefunden. Hoch, runter. Nee. Quatsch. Okay. Was sagt uns das? Können wir damit irgendwas einstellen? Die Dinger hier vielleicht, kann man die einstellen? Momentan noch nicht. Ah. Ja, aber das hilft uns dann. Guck mal, die sind verfärbt. Seht ihr, weiß und schwarz? Und das müssen wir nachher richtig einstellen. Aber noch nicht wahrscheinlich. Erstmal müssen wir wieder raus. Jetzt knallt die Tür zu, oder? Nee, alles cool. Aber die Lichter, die gehen jetzt aus. Sonst wäre ja keine Spannung hier. Was ist denn das hier? Kranke Leute. Schon wieder so ein Ding. Sieht aus wie Blumenkohl, keine Ahnung. Wollen wir in den Spiegel reingucken? Nee, wollen wir nicht. Haha, hast gedacht, ich guck da rein, ha? Was ist das? Sind das Sicherungen? Wir haben die Sicherung gefunden. Blutreste in der Badewanne? Kinderspielsachen? Ich ahne Böses. Irgendwelche ganz gruseligen Zeichnungen. Lieber Steffen, meine Frau geht es gut wie immer. Kommen wir zum Kern des Falles. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall hatten. An dem Fall hast du damals mitgearbeitet. Wir sind überarbeitet. Daher hast du es vielleicht vergessen. Ich glaube, du solltest deinen Patienten mit Hilfe von Suggestion unterstützen, den Traum zu beenden. Hypnose ist eventuell zu invasiv. Versuche ihn nach seiner Vergangenheit zu befragen. Die traumatischen Geschehnisse zu akzeptieren, kann ein guter Start sein, sich selbst zu akzeptieren. Ich freue mich auf deine Antwort. Grüße, Abraham. Beunruhigende Effekte bei neuer Behandlungsmethode. Die Behandlungsmethode von Dr. Stephen Dowell, mit der er schwere Geisteskrankheiten behandelt, basiert auf starke visuelle Reize, mit denen seine Patienten konfrontiert werden. Dies zielt darauf, den Patienten in eine tiefe hypnotische Trance zu versetzen, in der der Patient seinen engsten und geheimsten Gedanken entgegentritt. Die Ereignisse dieser Behandlung waren jedoch höchst unerwartet. Nach den therapeutischen Sitzungen mit den Filmen des Arztes stürzten die Patienten in Apathie, Depressionen und erlitten
Epilepsieanfälle und lagen nach der Behandlung. Auch lange nach der Behandlung. Die Vergangenheit der Psychologen beobachtet Dr. Stephen Durrell ängstlich und sie planen sich mit dem Ersteller dieser kontroversen Methode zu treffen. Also die Behandlungsmethode von diesem Dr. Durrell ist anscheinend umstritten, wenn ich das nicht falsch habe. Ja, genau. Die scheint sehr umstritten gewesen zu sein, die er da benutzt hat. Die Patienten haben das anscheinend nicht so gut vertragen, aber ich weiß halt immer noch nicht, was wir hier in dieser Rolle spielen. Sind wir ein Patient? Sind wir am Träumen? Gut. Ja, genau, jetzt müssen wir das machen. Das kleine Rätsel lösen. Das habe ich noch im Kopf. Ich frage mich, ob es die Weißen oder die Schwarzen natürlich sind. Nee, warte. Ich muss nochmal nachgucken. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Die zwei Äußeren sind innen und die Oberen sind außen. Okay. Also. Ah nee, warte, ist ja genau andersrum dann. So. Und das ist außen. Nach außen zeigt es. Passt. Alles gut. Wir können wieder raus. Oh. Steht da oben jetzt einer, läuft da oben jetzt einer lang? Ich weiß es nicht. Die Lichter, sind die aus dem Haus? Nee, der Raum war einfach nur so dunkel, genau. Wir machen die Tür zu, da kann auch kein Monster nachkommen. Wir müssen jetzt da rein, gell? Wir müssen ernsthaft in den Raum rein. Da kommen wir nicht lang. Wollen wir reingehen? Ich weiß nicht. Hoch können wir auch nicht, ne? Nee, können wir nicht. Doch. Aber Leute, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, ich beende den Part hier an der Stelle. Ja, ich beende den Part. Da gehe ich nicht rein. Es sieht aus, als könnte das länger dauern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Ich sage es jedes Mal. Ich weiß, ich gehe euch halt auf die Nerven. Aber es ist halt nun mal so. Ne? Das hilft mir, andere Leute zu erreichen. Egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder dabei. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.